Tagesmagazin. Lungenkrebs, Diesel weit gefährlicher als bisher angenommen. Pille gegen AIDS, Medikament soll vor HIV-Infektion schützen. Und stopp dem Drahteselklau, Fahrradschlösser im Härtetest. Heute mit Martina Rupp. Willkommen bei Konkret. Dieselauspuffgase sind definitiv krebserregend, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie stuft die Abgase des Treibstoffs jetzt als genauso gefährlich wie Asbest und Arsen ein. Mehr zu diesen erschreckenden Fakten gleich nach den Schlagzeilen der Zeit im Bild. Bitte Eugen Freund. Risiko. Jährlich infizieren sich weltweit 2,7 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus. Jetzt herrscht Aufregung in der Ärzteschaft. In den nächsten Wochen soll in den USA Truvada zugelassen, ein Medikament, das vorbeugend gegen eine Infektion wirkt. Noch steht nicht fest, welche Menschen das Medikament bekommen sollen. Und die Frage lautet, ist Truvada überhaupt die Lösung des AIDS-Problems? Patricia Aradi hat Experten gefragt. Das ist sie, Truvada, die neue Hoffnung für Menschen mit erhöhtem HIV-Ansteckungsrisiko. Denn eine Tablette täglich eingenommen, senkt das Infektionsrisiko mit dem Erreger. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass Truvada, ein bewährtes Medikament in der AIDS-Therapie, auch als HIV-Blocker, also zur Prophylaxe gegen eine Infektion, eine Schutzwirkung besitzt. Laut Hersteller sogar 90%, eine verlässliche tägliche Einnahme vorausgesetzt. Infektionsmediziner sind in heller Aufregung. Zum ersten Mal gibt es ein Medikament, das von Gesunden als Vorsorge gegen eine HIV-Ansteckung eingenommen werden kann. Doch ist das auch außerhalb kontrollierter Studienbedingungen praktikabel? In der AIDS-Hilfe Wien weiß man aus der Praxis, dass die regelmäßige Einnahme von Medikamenten ein großes Problem darstellt. Es ist weltweit auch die große Herausforderung, den Menschen zu vermitteln, du hast eine chronische Krankheit und du musst die Medikamente permanent nehmen. Ich spreche also von den kranken Personen. Bei dem gesunden Menschen ist es wahrscheinlich noch ungleich schwieriger. Und wenn man die Medikamente aber nicht permanent einnimmt, ist die Wirksamkeit des Präparats nicht mehr im vollen Umfang gegeben. Wenn das Medikament nicht regelmäßig eingenommen wird, habe ich eine geringe Schutzwirkung, wenn überhaupt. Und wenn es regelmäßig eingenommen wird, habe ich eine höhere Schutzwirkung. Die mittlere Schutzwirkung in dem Studienkollektiv war eigentlich sogar geringer als die vom Kondom, wenn ich das so ordentlich benutze. Truvada alleine bietet keinen 100%igen Schutz vor Ansteckung. Safer Sex ist deshalb nach wie vor ein Muss. Experten befürchten, Menschen könnten sich nun auf Truvada verlassen und aufs Kondom verzichten. Trotzdem, Truvada gilt als Hoffnung für Millionen von Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko. Das sind vor allem Menschen, die mit einem HIV-infizierten Partner leben und Homosexuelle aufgrund riskanter Sexualpraktiken. Die bevorstehende Zulassung in den USA ist auch ein Signal für Europa, so der Experte der Agentur für Ernährung und Gesundheit. Doch man müsse die Zulassungskriterien für Europa genau prüfen. Solange Truvada als Therapie eingesetzt wird, ist es ganz klar, da überwiegt der Nutzen. Klar, die Nebenwirkungen, die es gibt. In der Prophylaxe ist das natürlich ein bisschen eine heiklere Situation. Und da muss man sich als Zulassungsbehörde schon sehr genau anschauen, ob dieses Verhältnis noch stimmt. Weil an und für sich reden wir hier von gesunden Leuten, die durch die tägliche Einnahme von Truvada zur Prophylaxe natürlich Nebenwirkungen haben können. Das können banale Sachen wie Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und so weiter sein. Das kann aber auch gehen bis zu stärkeren Hautausschlägen, bis zu Knochenerkrankungen, bis zu einer Unterdrückung des Immunsystems, also durchaus seriöse, ernsthafte Nebenwirkungen, die nicht oft auftreten, aber trotzdem auftreten können. Eine Nebenwirkung sozusagen ist auch der Preis von Truvada. 30 Stück kosten satte 976 Euro. Und als Medikament zur Vorsorge würden diese enormen Kosten kaum von den Kassen übernommen. Ist also doch das Kondom das Maß aller Dinge? Die Behandlung mit dem Präparat, das Sie genannt haben, kostet ca. 12.000 US-Dollar im Jahr für eine Person. Das sind ca. 10.000 Euro. Davon kann man sich 20.000 Kondome im Supermarkt kaufen. Und somit könnte man 50 Mal am Tag Safer Sex, ohne die Gefahr, sich mit dem HIV-Virus zu infizieren, praktizieren. Neben dem Kondom als Schutz vor Ansteckung ist die Früherkennung einer HIV-Infektion durch einen Bluttest enorm wichtig. Es zeigt sich immer mehr, dass ein früherer Behandlungsbeginn bei einem HIV-Infizierten
einen individuellen Vorteil für diese Person bringt. Und es ist zweitens gezeigt, dass wenn ich eine HIV-positive Person erfolgreich behandle, dass von dieser erfolgreich behandelten Person unter bestimmten Voraussetzungen kaum mehr ein Infektionsrisiko ausgeht. Also was ist naheliegender, als eher den Infizierten mit HIV-Medikamenten zu behandeln, als dem Gesunden HIV-Medikamente zu geben? In Österreich infizieren sich jährlich 500 Menschen mit dem AIDS-Virus. Kondome schützen zusätzlich auch vor anderen gefährlichen sexuell übertragbaren Krankheiten wie Hepatitis B oder Syphilis. Auch die Zahl der klassischen Geschlechtskrankheiten nimmt in Österreich seit dem Jahr 2000 leider wieder zu.